Musiker, der lieber Leberkäse frisst, als mit dir Champagner zu trinken. Oder der Bettelstudent, der beim Ausdruckstanz Gefühle ausdrückt, die nun wirklich keine Sau sehen will. Oder der Kriminelle aus dem Ostblock, der dich wahrscheinlich schneller totschlägt, als du Hilfe Polizei sagen kannst. Nun, Chantal, musst du dich entscheiden. Ja, ja, Sie haben die freie Auswahl. Ja, also wenn ich mir jetzt schon aussuchen kann, dann... Ja, also eigentlich haben das alle drei komplette Vollkopfschiss. Also ich glaube, ich nehme den Alexander Mazda. Ich bin ja übrigens total fasziniert von so Doku-Soaps. So heißt der Zeig, das ist ein blöder Name, aber so heißt es wirklich im Fernsehen. Doku-Soaps, Sie wissen jetzt schon, von was ich rede, oder? Das sind diese Sendungen. Das sind so Sendungen, die heißen dann Ärger im Revier, Schnuller-Alarm, Toto und Harry oder Hammer-Soap oder was weiß ich was. Das sind halt so Sendungen, da wird zum Beispiel eine Polizeistreife von einem Kamerateam begleitet und die ist dann hautnah dabei, wenn Schlägereien, Mord und Totschlag und was weiß ich was alles gibt. Da werden Psyphene ran, mit Pfefferspray, Handschellen, Gummiknüppel, Action ohne Ende. Oder das Fernsehen ist in der Notaufnahme vor dem Krankenhaus dabei. Und da wird gefilmt, wie ein Schwerverletzter, der mit dem Rettungshubschrauber reingebracht worden ist. Das ist so ein Typ, der sich selber mit der Kettensäge ha, wirr, schmupf, verstehst? Und sowas. Und da ist die Kamera dann dabei. Das ist alles ein Wahnsinn, wirklich. Und sowas wollte ich unbedingt bei mir in meiner Sendung haben. Verstehen Sie mich? Da mit der Kamera sei, wo die Brennpunkte des Lebens sind. Und deshalb sehen Sie ab heute jeden Monat eine Folge von meiner Doku-Soap. Wenn Sie Herzprobleme haben, dann wird es jetzt mächtig eng für Sie. Sie sich auch manchmal so ausgelaugt. Sie sind zu müde, um irgendetwas anzufangen. Sie möchten nur noch ausruhen. Das muss nicht sein. Denn jetzt gibt es den Water Bucket, der neueste Trend aus Amerika. Ein ganzer Eimer voll mit Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Er kann noch viel mehr. Der löscht den Durst. Er erfrischt Leib und Seele. Und das Tollste, er schützt auch vor Sonne. Das sind drei Dinge in einem Produkt. Ein ganzer Eimer voll mit Wasser. Bestellen Sie ihn noch heute. Aber das ist noch nicht alles. Die ersten 100 Anrufer bekommen diesen kleinen Eimer mit Wasser gratis dazu. Rufen Sie jetzt an. Hallo. Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie haben Probleme mit Mitessern und Sie wissen nicht, was Sie dagegen tun können. Sie versuchen alles, Sie loszuwerden. Aber Sie haben noch nicht das richtige Mittel gefunden. Kein Problem, denn jetzt gibt es das hier. Sehen Sie? Kinderleicht. Das ist der neue Anti-Mitesser 3000. Nie wieder zu wenig essen, immer genug. Zum Sattwerden. Der Anti-Mitesser 3000. Mehr für den eigenen Verlag.
So, meine lieben Freunde des deftig gesprochenen Wortes, es geht jetzt um den Stammtisch. Kaum ein Ort wird derartig mystifiziert, ist aber meistens so unglaublich banal wie der Stammtisch. Wobei, den typischen Stammtisch gibt es natürlich genauso wenig, wie es den typischen Bayern gibt. Gibt's nicht, hat es nie gegeben, wird es nie geben. Früher saßen am Stammtisch übrigens auch die Honoratioren des Ortes, der Pfarrer, der Schullehrer, der Apotheker, der Arzt. Den Arzt hat's aber zwischenzeitlich in die Golf-Resort-Hotels verschlagen und inzwischen trifft man ihn oft bei den Franziskanern zur Armenspeisung, siehe Gesundheitsreform. Dabei helfen, meine Damen und Herren, die verschiedenen Stammtische Ihnen näher zu bringen, werden mir Monika Gruber und Helmut Schleich. Ja. Und? Magst du noch eine halbe? Eine halbe? Um das geht's jetzt gar nicht, das geht ja ums Ganze. Man muss ja mal das Ganze sehen, die ganze Welt muss man ja die Weltherrschaft, um das geht's ja. Okay, dass man heute mal die ganze Welt sieht, da, oder Europa. Ganz Europa und da Deutschland, verstehst? Ja. Aber ganz Deutschland. Und da Bayern, ganz Bayern. So. Dass man da mal Bayern, München, dass man ganz München einmal sieht. Um das geht's ja heute. Ja. Schwabing, München, Schwabing. Ja. Dass man mal ganz Schwabing sieht, da die Heimhauser Straße. Aber die ganze Heimhauser. Die ganze Heimhauser Straße. Hey, die kleine Wirtschaft, wo da ist, die ganze Wirtschaft, den Stammtisch. Dass man mal den ganzen Stammtisch, dass man mal da. Bringst mir noch eine halbe. Ja, das wird nicht gescheiter sein. Was natürlich auch immer gut ist, ist, dass Leute über ein Thema reden, und zwar jeder über ein eigenes. Also, und die kommen gar nicht zusammen. Jeder redet sein eigenes Thema und keiner hört dem anderen richtig zu. Aber sie unterhalten sich prächtig. Ja, verstehen Sie, prächtig. Mords Gaudi, ja. Stimmung bis die Schwarte grau. Können wir das? Ja, genau, so jetzt. Dann sag ich, ja, möchtest du noch eine halbe? Ja, bringst du noch eine. Ja. Weißt du, was ich beobachte seit vielen Jahren, dass diese neuen Toiletten, weißt du, Kloschüssel, dass die jetzt nicht mehr gibt, da wo oben diese Fläche ist, da wo das praktisch liegen geblieben ist. Jetzt haben sie überall bloß das Wasser, wo es direkt rein. Das hat ja für mich alles nichts mit Sport zu tun. Was die heute machen, was die Bayern spielen, was die Sätker spielen, was der Club spielt, das hat ja für mich alles nichts mehr mit Sport zu tun. Freilich, aber jetzt überleg dir doch einmal, wenn du heute einmal eine Stuhlprobe abgeben musst, überleg es einmal. Du schau dir die 60er doch hoch. Ja, freilich, du kannst nicht nachtauchen. Nicht? Du kannst. Ja, das weiß ich gar nicht, da raustauchen haben sie müssen. So. Raustauchen müssen sie viel mehr aus dem Tor, die 60er. Das ist ja das, was ich sage. Freilich, in die 60er Jahre waren sie noch vorne in die Bayern gekommen. Du kannst sie nicht direkt ins Rädel machen. Läuft ja über das Hemd. Das ist ja genau das, was ich sage. So, eine Ruhe ist zum Wohl. Und hier kommen wir rein. Ja, genau. Oder es gibt einen Eindringling natürlich am Stammtisch. Also ein Fremder, der ist überhaupt die nicht dazugehört. Sache überhaupt. Die müssen natürlich sie rausäckeln dann irgendwie. Ja. Also, da schon mal Platz. Ja, das ist was. Nimm das Bier. Da. Ah, du passt eh, richtig. Aber wer spielt den Fremdenmüll? Christoph. Christoph, spielst du den Fremden, der jetzt einfach zum Stammtisch zurückkommt? Warte mal, genau. Bring ich gerade das frische Bier. So? Moment, nicht bitte, du kannst ihn einfach durch die Wand marschieren. Geh schon zur Türe hinaus. Ja. Die haben so ein Schweinegeld gekostet, die Wind. Ja. So, die Herren, sehr zum Wohl. Lasst es euch schmecken. So, zum Wohl. Zum Wohl. Willst du deren Elefanten in den Stall nicht? Der kann er gerne nicht. Der frisst ja gar kein Hai. Prost. Tag, die Herren. Sie gestatten? Herrlicher Tag heute, was? Schöne Frau, könnte ich bei Ihnen vielleicht was bestellen? Wer ist denn ihr? Gehst du ihm? Junge Frau, ich hätte gern ein schönes, frisches Pilz. Stört euch? Dann frage ich noch, was zaufen will.
Wie gesagt, ein Pilz wäre toll. Aha. Die? Was ich dich schon lange mal fragen wollte. Frag. Hast du eigentlich eben noch den Ausschlag? Was für ein Ausschlag? Den Ausschlag, der so fürchterlich juckt. Ach so, den Ausschlag, der wo so juckt, der wo so, so ekelhaft ist, der wo auch so furchtbar ansteckend ist. Weil, wo man die Bladern überall kriegt, oh, am ganzen Körper, die Bladern. Genau, die riesen Bladern, ja, ja. Die wo auch alle eitern. Eitern gern so? Alle eitern, die sollen die eiter Batzen haben. Hoffentlich krieg ich den Ausschlag nicht auch, wenn du hast. Na, den kannst du gar nicht kriegen. Weißt, den Ausschlag, der ist nur ansteckend, sagen wir mal, wenn's jemand anlangst. Nicht wenn's so Dings oder wenn's ein Ohrhörst, bin ich noch. Lass uns das mit. Ich muss noch ganz schnell, dass er die Beine vergessen. Ist. Und was Dings, was vor allem, weil mit dem Fremden oder sowas natürlich auch interessant ist, das ist, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendjemand in der Gegend kommt, wo man den Dialekt jetzt nicht so total gut versteht. Aha. Weißt du, das kann ja sein, bei uns in Bayern gibt es Orte oder so, das ist. Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Stimmt, irgendwie reden wir jetzt, glaube ich. Du übertreibst immer Mosel, finde ich. Ja, war ja. Nein, spielen wir einfach. Ich weiß, was du meinst. Der, der aus Norddeutschland kommt und in der Wirtschaft. Der muss ja gar nicht aus Norddeutschland kommen. Genau, der kann einfach so in der Gegend kommen. Genau, die gehen wir raus. Der in die Wirtschaft kommt und er geht in der Wirtschaft, ja, die in der Gegend von der Tanja steht. Genau. Mensch, ich hab da überhaupt nicht. Kannst kommen. Ist gut. Ist gut. Bleibst du nicht holen? Ich hätte gern was Leichtes zum Essen bestellt. Also Antipasto, Gemüse mit Olivenöl oder Balsamico, wo ein bisschen mit Gemüse was Leichtes. Haben Sie da was? Für den Karten ein paar Frisieren, ohne ein paar Frisieren und Karten ein paar Frisieren, Karten ein paar Frisieren. Aber das ist schon leicht, also, wenn Sie da mit Balsamico was sagen. Mir und Karten, für das Zeit mit mir, oder? Ja, ohne ein paar Frisieren, ein paar Frisieren, ohne ein paar Frisieren, Karten ein paar, oder? Ja, also, ja, dann nehme ich das. Mir und Karten ein paar Frisieren, Hut und Karten. Wir hatten einen guten Rat, oder so. Wir hatten einen guten Rat, einen gefrierten Rat. Das ist aber schon mit Balsamico, oder? Ach, sind schon wieder da. Und? Hat's einer gefallen? Haben's gelacht? Schön, das freut mich. Dann sehen wir uns ja hoffentlich nächsten Donnerstag wieder zum Grünwald-Sommer-Spezial. Bis nächsten Donnerstag. Wiederschauen. Ja, sehr schön, meine Damen. Wunderbar. Das steigert nämlich Ihre Koordinations- und Synchronizitätsfähigkeit. Der Trick dabei ist, dass der Reifen nicht runterfällt. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.